habe heute ein kurzes Live-Update-Video für euch, weil in letzter Zeit einiges irgendwie passiert ist. Und ja, fange ich mal an. Ich glaube, ich fange mal Rubinius lahm halt an. Der hat sich auf dem Paddock geprügelt mit einem anderen Pferd und war wirklich stocklahm. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass ich ihn einschläfern lassen muss, weil das Vorderbein nur noch so hinterher schliff. Aber zum Glück ist alles nochmal gut gegangen. Das andere Pferd ist auch mit Prellung davon gekommen. Wir sind auch mit Prellung davon gekommen. Und seit Sonntag, also seit Dienstag, Montag, 3 Tagen, reiten wir wieder. Und ich war Montag auch schon in einer Stunde mit ihm und es lief alles richtig gut. Und er lahmt nicht, er ist nicht klemmig, nicht steif. Und wir sind echt nochmal so froh, dass es nichts Schlimmeres ist, was passiert ist. Und ja, das war mir eine Lehre. Man stellt, oder ich stelle nicht nochmal die beiden Pferde zusammen und werde wohl auch so sonst auch keine Experimente mehr machen. Der hat seinen Paddock-Kumpel, bei dem wird es dann halt auch bleiben. Ja, ansonsten reittechnisch. Ja, ich muss mit dem Dressursattel zum Sattler. Deswegen reiten wir momentan mit dem Vielseitigkeitssattel, wo drin ich ihn wirklich besser sitzen kann. Also Montag in der Stunde habe ich auch den Vielseitigkeitssattel genommen und der lief richtig gut. Also es war echt, es war cool. Doch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich konnte ihn sitzen, wie gesagt. Und wir sind die A-Dressur durchgeritten, die wir dann auch auf dem Hofturnier reiten werden. Und es war okay. Doch, doch, es war okay. Wir sind natürlich keine Star-Dressurreiter. Aber wollten wir nicht sein, sind wir notgedrungen jetzt und dafür machen wir unsere Sache eigentlich ziemlich gut. Oder dafür macht er die Sache auch ziemlich gut. Ja, dann war ich auf der Equitana am allerletzten Sonntag. Das müsste der 26. gewesen sein. Da war ich mit total netten Mädels im Stall. Und es hat echt Spaß gemacht. Es war ein richtig cooler Tag. Und ich habe mich voll gefreut, dass ich eine von euch getroffen habe. Ich hatte leider keine Zeit zu fragen, wie du heißt. Aber vielleicht siehst du das Video hier gerade und kommentierst einfach unten. Ich fand es total cool, dass du mich angesprochen hast. Und habe mich mega gefreut, den ganzen Tag noch. Voll super. Ja, doch, war ganz cool. Ich habe selber nichts gekauft auf der Equitana, ja. Ich habe wirklich nichts mitgebracht, außer die Futterproben von Pavo. Die gab es halt gratis. Ansonsten habe ich meinen Geldbeutel geschont. Und ja, ich war allerdings mega froh, dass ich mir die Powder Rose Cotton von der neuen Eskadron-Kollektion schon vorher im Laden gekauft habe, weil ich auf der ganzen Equitana, auf der ganzen Messe, am letzten Tag keine einzige Powder Rose Cotton mehr gesehen habe und ich die unbedingt haben wollte. Jetzt habe ich sie zwar doppelt, also wenn noch jemand eine Cotton sucht mit Ponybandagen, hier, ich habe noch eine, die muss auch weg. Also sie sollte weg, weil was will ich mit zweien. Aber ich war echt froh, weil auf der gesamten Equitana habe ich diese Schabracke nicht mehr gefunden. Und ja, das war Glück, würde ich sagen. Ansonsten ist, glaube ich, alles wie immer bei uns. Ja, einige hatten mich auch mal gefragt, ob ich ein Video über mein freies soziales Jahr machen könnte, das Beteljahr sozusagen. Und wenn ihr Interesse daran habt, also wenn mehrere daran Interesse haben, hinterlasst mir so eine Nachricht hier in den Kommentaren da unten, so, da so. Und gebt dem Video einen Daumen hoch, dann kann ich mich da auch mal ransetzen und erzähle euch einfach mal so ein bisschen was über das Beteljahr. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Vielleicht möchte auch der eine oder andere selber ein freies soziales Jahr machen und hat von Bethel vielleicht schon mal was gehört oder noch nichts gehört oder. Alle Fragen und Anregungen und Wünsche einfach in die Kommentare und dann werde ich sie beantworten. Zu meinem Bethel, ja. Und ja, das war's. Zum Hofturnier kann ich noch eine Sache sagen, und zwar werde ich dann mit Rubinio über die Adresse reiten und das Jump and Run. Und mit einem Schulpferd, dem Bruce, reite ich auch noch die A-Dressur. Also mal schauen, wie das so wird. Ja. Am 30.04. ist das übrigens. Also wir haben jetzt noch, ja, 24 Tage Zeit. 3 Wochen, ungefähr 3,5 Wochen. Und ja, es wird jetzt fleißig geübt. Und dann rocken wir das. Also mal schauen. Aber ich hoffe, wir rocken das. Wird auf jeden Fall richtig cool und witzig. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch schon aufs Vorbereiten, Dekorieren, Einflechten. Ich mache sowas ja total gerne. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Hofturnier so wird. Das ist auch mein erstes Hofturnier jetzt an dem Hof. Ich bin ja erst seit 2 Jahren. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ansonsten habe ich abgenommen.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es dem einen oder anderen sogar schon aufgefallen auf Instagram. Ich bin ganz fleißig am Abnehmen und habe jetzt schon 20 Kilo. Und die Reise ist noch nicht vorbei. Mal schauen, wo wir landen. We'll see, ja. Das war nun aber wirklich das Schlusswort. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Mein Leben ist ansonsten ziemlich normal und ja. Ja, diese Woche gab es ein Live-Update. Mal schauen, was ich nächste Woche für euch bereithalte. Vielleicht hat Follow Me Around. Wer will sehen? Also, wenn ihr Franks und Bethli habt, in die Kommentare. Wenn ihr Follow Me Around wollt, in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas anderes sehen wollt, in die Kommentare. Und ansonsten Däumchen nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao!